Tja, das machen wir das Ganze mal wieder. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie lange die Kamera nicht mehr da war. Ich bin ein sehr dummer, ich bin ein sehr guter Spieler. Bin ja mal wieder eiskalt reingerammt, ohne vorher zu gucken. Eben Bali aus der Reformierte. Versteckt mich mal eher da oben, dass man mich nicht so leicht erkennt. Aber so ein Strategos wäre vielleicht ganz gut für die Besatzung, aber wie sich den kriegst du ja irgendwie nie klein, da werden noch ein Leben bleibt. Alter. Na komm her. Steht halt wieder der Depp.
So. Kriegst du hin? Ich krieg's hin, oder? Ja. Das war eine schwere Geburt. Dich habe ich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Diodoros, genau. Kennst du einen Mann namens Diodoros? Diodoros? Dafür zahlt er mit seinem Leben. Ich töte seine Männer. Ich versenke sein Schiff. Er wird bereuen, Telia je angefasst zu haben. Okay. Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich ein Problem. Ja. Dreht er sich natürlich um. Ja, das habe ich gesucht. Das wäre erledigt. Jetzt interessiert es mich hier auch nicht mehr. Tschüss. Ich will weg hier. Ja. War eine schwere Geburt, aber es hat funktioniert. So, hier ist deine Rüstung. Hast du getan, worum ich dich bat? Bedien dich ruhig. Ich schulde dir mehr als nur Dankbarkeit. Hier, nimm dies. Fangen wir mal. Jemanden wie dich kann ich immer brauchen. Schließ dich doch meiner Besatzung an. Ich habe mich schon immer nach Abenteuern gesehnt. Ich komme mit dir. Okay. Eins. Ja, ist auch nicht. Ja, aber wie nur das. Na. Ich glaube, die. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich nur noch zwei Plätze habe. Dann werde ich die nicht so viel können, einfach entlassen. Das ist abgeschlossen mitten in der Rüstung. So, da ist Alkibios. Vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja.
Brauchst du etwas, Staatsmann? Du. Du bist die Söldnerin, von der meine Geliebte Antusa sprach. Wie ich hörte, hattest du Streit mit ihr. Deine Antusa? Ich wusste nicht, dass sie mit jemandem zusammen ist. Wir haben eine einzigartige Verbindung. Wenn sie das nur erkennen könnte. Es gibt jemand anderen, für den sie sich interessiert. Nur eine Person? Eine mittellose Schreiberin, die ihr leere Worte ins Ohr flüstert. Ich hörte, sie macht meiner Liebsten nicht einmal Geschenke. Zweifelsohne benutzt sie sie nur. Und was willst du jetzt von mir? Wenn vielleicht jemand, den Antusa schätzt, diese Schreiberin loswerden würde, erkennt sie vielleicht endlich die Wahrheit. Du willst, dass ich sie töte? Dein Bauchgefühl täuscht dich nicht. Ich will ihren Tod. Sonst sehr gerne, aber sowas mache ich. Such dir jemand anderes. Nimm dir etwas Zeit, über meine Bitte nachzudenken. In Bezug auf Antusa mache ich sowas, glaube ich, nicht. Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Bardas hat gedroht, Diodorus zu töten, als ich es ihm sagte. Ich hatte auch nicht erwartet, dass in dem Paket so ein, naja, ist. Eine nette Überraschung, nicht wahr? Ich kann noch einen für dich machen, wenn du willst. Noch einen? Du... Es war meiner, ja. Sah gut aus, oder? Ich musste Diodorus aus dem Weg schaffen und das wird nun erledigt. Manchmal übertreffe ich mich selbst. Wenn du das sagst. Warum überlassen wir das Reden nicht unseren Körper? Du hast sicher dasselbe gedacht, als du meinen Abguss gesehen hast. Hier, vor den Göttern? Bring wir ein Opfer dar. Wie gesagt. Wie sollten die Götter uns aufhalten? Ich glaube, sie würden viel lieber zusehen. Ist ja auch immer in der Tempel der Aphrodite. Eine gute Vorstellung für die Götter. Ach, ich bin ganz deiner Meinung. Wie wäre es mit einer Zugabe? So. Denk mal. Na, Rekikia ist sonst. Nee, ist nicht besser. Rollen die Steine, Korinth. Hin und her an Diolkos. Erzähl mir nichts von sich wiederholender Arbeit, obwohl es der schnellste Weg über die Halbinsel ist, könntest du dir verspottet vorkommen. Am Weg steht die Statue des Sisyphos, der seinen Felsen den Berg hinaufwälzt. Finde mich in der Höhle hinter dieser Statue. Ich bin auf einem Tisch mit einem geopferten Wesen. Da sind wir schon vorbeigekommen an dieser Statue. Neben. Ah, das war er. Nee. Gut. Den lassen wir. So. Ich würde mal sagen, ich glaube, Korinth haben wir soweit abgefrühstückt. Ich würde jetzt mal kurz noch auf die Nachrichtentafel blicken. Oh, sorry. Hier freut sich keiner, mich zu sehen.
Ja. Was haben wir dort? Ruf des Todes, Auftrag. Batanische Militär. Weiterleben. Wir müssen zurück. Oder haben wir ja schon. Nö. Hilfe des Charakters, das kann die Mama machen. Weit entfernt. Wo war jetzt noch mal der Seilzug? Das war, glaube ich, da oben irgendwo am Tempel. Ich bin hier runter in die Stadt, bin vielleicht auf der falschen Seite. Ja, es müsste hier irgendwo sein. Genau, hier ist er. Ich liebe das Ding. Richtung Hafen. Wie gesagt, ich wüsste gerne, wo der Kultistenhinweis ist. Wenn mir hier ständig angezeigt wird, hier unten. Bitte, dass ich die richtige Richtung laufe. Das ist ja unser Schiff. Soll ich hingehen? Nochmal kurz den Nachrichten haben. Gibt es irgendeine Quest mit Piraten oder so?
Nee. Da komme ich gar nicht hin mit dem Schiff. Ich bin so doof. Wo bin ich denn überhaupt da hingekommen auf die Seite? Vergessene Insel. Höhle auf der vergessenen Insel. Da kann ich ja noch nicht hin. Wo ist eigentlich... Die andere wollte ja nach Mykonos. Was ist eigentlich das? Da hinten. West, gucken wir noch mal. Insel des Unglücks, Insel Chaos. Was ist denn Chaos? So was? Chaos ist da. Da ist auch ein Weiher, da ist ein Kultist. Wir machen das Ganze anders. Wir gehen jetzt wieder an Land. Vorsicht, Kapitän! Hier ist es nicht sicher! Hier brauchen wir die Waffen nicht! Und das Schiff hier holen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Anlegen, vorbereiten! Sorry, war das wieder Zeitverschwendung? So. Markieren. Und dann reiten wir einfach dorthin. Wobei, stopp, warte mal. Ich muss ja noch den Speer verbessern. Wir machen es so. Ich reise jetzt per Schnellreise nach Andros, in die Schmiede, verbessere den Speer und dann reise ich nach Megaris per Schnellreise zurück und mache dort weiter.
Genau. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das in Korinth noch irgendwelche Nachwirkungen hat, dass ich mich für den Plan entschieden habe, den Typen im Theater zu töten und nicht still und heimlich. Aber vielleicht kommt da noch was. Nicht verbessern? Ich hab doch genug Teile, oder nicht? Sechs Stück? Ist jetzt aber belastend. Gut. Schade. Okay, Schnellreise. Zum Tempel des Apoll. Ich dachte, ich könnte den Speer verbessern. Blöd. Am Söldner muss ich mich auch noch mal kümmern. Der ist ja hier auch irgendwo. Ja. Wir haben ja wieder was für dich. Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Ich habe die Statue der Athena gesehen. Es wird dich freuen, dass ich bei der Statue der Athena auf der Akropolis war. Ah, wäre ich nur dort gewesen, um ihre Präsenz zu spüren, würdest du sie mir bitte beschreiben? Wenn Athen eine Stadt der Statuen ist, dann ist Athena ihre Beschützerin. Sie steht hoch über allem. Und wacht über die Stadt. Ja,
Und sie steht dort nicht nur und wacht über Athen, sondern sie dient auch als Mahnmal für das Leid dieser armen Leute während der Invasion. Jetzt bist du dran zu erzählen. Du sagtest, ein Mann wollte dich ermorden? Der Mann, der sich erhob, um den Tyrann Xerxes zu töten, hieß Dareios. Er gehörte einer neuen Bruderschaft von Mördern an, wie Persien sie noch nicht gekannt hat. Er wurde auch angeheuert, um mich zu töten. Ein Königsmörder soll einen einfachen Blinden töten? Warum? Ich habe dein Interesse geweckt, oder? Erzähl noch eine Geschichte. Dann tue ich das auch. Das werden doch nicht im Ende die Assassinen sein. Ich bin zurück aus Akrokorinth. Von dort konnte ich ganz Korinth überblicken. Ich kann nur raten, was die Anhänger der Aphrodite tun, um sie zu ehren. Die Hetären halten den Geist von Aphrodite lebendig. Meist bis tief in die Nacht. Genau, was eure Göttin verdient hat. Als ich jünger war, lag ich oft wach und habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn ich sie anbeten würde. Da das erledigt ist, schuldest du mir eine Geschichte. Du sagtest, der Königsmörder Dareios wurde angeheuert, um dich zu töten? Das stimmt. Von meinem Bruder. Dein Bruder? Das ergibt doch gar keinen Sinn, alter Mann. Ich glaube, ich kann dir trauen. Mein Bruder und ich sind die letzten lebenden Söhne von König Xerxes. Unmöglich. Dann wärst du König. War ich. Mein Name war Artaxerxes. Ich führte Persien durch eine Zeit des Friedens. Doch mein Bruder wollte den Thron und plante meinen Tod. Nun verstecke ich mich hier im Exil und lebe als einfacher Bettler. Ich erzähle dir mehr, doch zuerst. Ja, Geschichte für Geschichte. Aber ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. König von Persien. Eine Bruderschaft von Attentätern. Das kommt uns ja irgendwie sehr bekannt vor. Ja. Ich will nicht in den Hinterhof, ich will da hoch. Sprich mit dem Mann am Strand.